kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es soll um die Pflegeversicherung gehen. Die Pflege, das ist ja wahrhaft ein Dauerprojekt. Es geht nicht nur um Verbesserungen für pflegende Angehörige, um bessere Ausbildung, um die Personalnot in der Pflege, sondern es geht auch natürlich um die Finanzierung der Pflegeversicherung. Darüber wird heute debattiert werden auf Grundlage von zwei Anträgen. Zum einen gibt es einen Antrag der Linksfraktion, die die Bundesregierung auffordert, einen Finanzausgleich zwischen der privaten und sozialen Pflegeversicherung herzustellen. Und die FDP-Fraktion legt einen Antrag vor und fordert die Bundesregierung auf, noch in der laufenden Legislatur einen Vorschlag zur künftigen Finanzierung der Pflege vorzulegen, der sich an einem Drei-Säulen-Modell orientieren soll. So, jetzt gehen wir in die Debatte. Erste Rednerin Pia Zimmermann für die Linke, die Sprecherin für Pflegepolitik. Ja, verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Dramatik des Pflegenotstands kann man daran erkennen, dass selbst Bundesminister Spahn von einer notwendigen Grundsatzdebatte über die Finanzierung in der Pflege spricht. Und außerdem, dass auch Herr Lauterbach wieder mal die Bürgerversicherung für die Pflege fordert, obwohl wir doch gar nicht im Wahlkampf sind. Wir wollen, weil wir Konzepte vorgelegt haben, dass schnell gehandelt wird und dass nicht nur geredet wird. Und deshalb schlagen wir einen ersten Schritt vor, um die Pflege besser zu finanzieren. Ein erster Schritt, um mehr Geld für gute Pflege bereitzustellen, ohne dass die Versicherten weiter belastet werden. Ein erster Schritt zu wirklicher Generationengerechtigkeit, dass die jungen, gesünderen Menschen in der privaten Pflegeversicherung nicht nur für sich vorsorgen. Ein erster Schritt zu wirklicher Solidarität, weil alle Besserverdienenden gute Pflege für alle mitfinanzieren. Es ist doch absurd, die gesetzliche Pflegeversicherung reicht mit ihren Rücklagen nicht mal 3 Monate. Die Rücklagen der privaten Pflegeversicherung von 34 Milliarden Euro reichen fast 30 Jahre. Das ist doch wirklich absurd, meine Damen und Herren. Und warum ist das so? Weil junge, gesunde, meist besser verdienende, die noch keine Pflege brauchen, in den privaten Versicherungen sind. Und das ist ungerecht, und das wollen wir ändern. Und um diese Systemfrage geht es, das zeigt auch der Antrag der FDP. Sie bleiben sich treu, verehrte Kolleginnen und Kollegen, mehr private Vorsorge zum Wohle der Versicherten, mehr Wettbewerb sogar zwischen den privaten Pflegeversicherungen und noch mehr Pflegevorsorgefonds, der Versichertenbeiträge am Finanzmarkt parkt und so der Versorgung entzieht. Als hätte der private Markt mit dem Pflegenotstand nichts zu tun, als würde noch mehr Wettbewerb die Pflege besser machen. Und das ist so absurd, meine Damen und Herren, das will ich an dieser Stelle gar nicht weiter kommentieren. Meine Damen und Herren, die Linke fordert konsequent einen Paradigmenwechsel. Wir wollen gute Pflege für alle solidarisch finanzieren. Und das heißt, jeder und jeder zahlt den gleichen Anteil vom gesamten Einkommen und übrigens auch von Kapitaleinnahmen in die Pflegeversicherung ein, und zwar ohne Beitragsbemessungsgrenze. Die Pflegeversicherung finanziert alle Leistungen, die für eine gute, bedarfsgerechte Pflege notwendig sind. Und als Einstieg in diese Pflegevollversicherung werden die Eigenanteile sofort gedeckelt. Eine gute, bedarfsgerechte Pflege Pflegeangebote müssen für alle Menschen verfügbar und bezahlbar sein. Niemand wird bei der Versorgung bevorzugt oder benachteiligt. Deshalb wird die private in die soziale Pflegeversicherung überführt. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der SPD, Sie folgen einfach mal einem Ihrem Gewissen, würde ich vorschlagen, und nicht dem Koalitionszwang. Sie haben ja bereits mehr Solidarität angekündigt. Jetzt können Sie Ihr Versprechen einlösen. Wir als Linke haben tatsächlich nicht den Ehrgeiz, als einzige Partei zu bleiben, die sich wirklich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Und auch viele Pflegekräfte wollen sofortige Veränderungen. Nicht nur in Niedersachsen kämpfen sie gemeinsam, auch mit uns Linken, für gute Arbeitsbedingungen und gute Löhne. Die Pflegekräfte haben die Nase voll von Entscheidungen über ihren Kopf hinweg. Sie wollen endlich mitbestimmen und nicht nur mitverwalten. Und das werden sie auch tun. Der Protest auf der Straße lässt sich nicht mehr aufhalten, meine Damen und Herren.
Und ich freue mich darüber besonders sehr. Der Protest auf der Straße, wie er jetzt von Niedersachsen ausgeht, ist das Salz und ist der Pfeffer in der Suppe für unsere Arbeit hier im Deutschen Bundestag. Meine Damen und Herren, glauben Sie als Regierung wirklich, dass Ihre halbherzigen, arbeitgeberfreundlichen Reformen jetzt den Zustand ändern werden? Haben Sie Konzepte tatsächlich für alle Pflegebereiche, zum Beispiel für die ambulante Pflege? Dort wird die tarifliche Bezahlung der Pflegekräfte oft nicht durch die Kassen refinanziert. Es reicht nicht, tarifliche Bezahlung ins Gesetz zu schreiben. Es muss auch gesichert sein, dass tatsächlich alle 109 Krankenkassen gleichermaßen den Tariflohn akzeptieren und auch bezahlen. Sie verabschieden ein Gesetz für 13.000 zusätzliche Pflegekräfte in Pflegeheimen. Sie können auch 30.000 zusätzliche Stellen versprechen oder auch 300.000. Das bleiben leere Worte, wenn Sie keine Finanzgrundlage schaffen, um Pflegekräfte sofort besser zu bezahlen, damit niemand mehr den Beruf flieht, aus diesem Beruf flieht. Meine Damen und Herren, wenn Sie nicht den Ausverkauf der Pflegeeinrichtung an Renditejäger unterbinden, bleiben die Menschen mit Pflegebedarf und die Pflegekräfte Spielball im internationalen Finanzmarkt. Pflegekräfte sind keine billigen Arbeitskräfte, die ihren Beruf aus Dankbarkeit ausüben und mit einer Schachtel Pralinen abgespeist werden können. Und Menschen mit Pflegebedarf haben ein Recht darauf, professionell und mit Würde versorgt zu werden, egal wo sie wohnen und egal wie dick ihr Geldbeutel ist. Und Angehörige und Familien müssen sich darauf verlassen können, dass sie überall und jederzeit Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Die Überführung der privaten Pflegeversicherung in die soziale Pflegeversicherung wäre ein Anfang. Damit entsteht eine nachhaltige Finanzierungsgrundlage, und weitere Schritte müssen natürlich folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Zimmermann. Als nächstes erhält das Wort der Kollege Erwin Rüttel, CDU-CSU-Fraktion. Und er ist ja Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Bundestages. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Linke bleibt ihrer Linie treu, obwohl es also in der Pflegepolitik zu keinem Ergebnis führt. In der letzten Legislaturperiode wollte man die private Pflegezusatzversicherung abschaffen, dann die private Pflegeversicherung. Jetzt will man wieder die private Pflegeversicherung abschaffen und auch gleichzeitig die Rücklagen einkassieren. Das ist verfassungswidrig. Und bevor wir uns Enteignungsfantasien hingeben, sollten wir konkret über Aufgaben reden, die sich für die Pflege stellen und die wir dann im Sinne der Betroffenen auch lösen sollten. Wir müssen Strukturen angehen, und ich sehe hier vier Schwerpunkte: Personal, Digitalisierung, Eigenanteile und Sektorengrenze. Zum Personal. Mit Beginn des Jahres haben wir ein Paket in Kraft gesetzt für mehr Stellen, attraktive Arbeitsbedingungen und Hilfen bei der Betreuung zu Hause. Ermöglicht werden damit 13.000 zusätzliche Stellen in der stationären Altenpflege. Sie werden über Behandlungspflege und damit über die Krankenversicherung kostenneutral für die Pflegebedürftigen finanziert. Jetzt sind die Träger, und ich spreche es auch explizit an, die Kassen gefordert, konsequent und unbürokratisch das umzusetzen. Denn Dreh- und Angelpunkt für eine menschenwürdige Pflege sind und bleiben möglichst viele qualifizierte Fachkräfte. Die Ausbildungszahlen entwickeln sich Gott sei Dank sehr positiv. Wir bauen zudem auf Wiedereinstiegsprogramme und viele Rückkehrer aus Teilzeit in Vollzeit. Wir müssen faire Löhne zahlen und alles daran setzen, um den Pflegeberuf durch Abbau überflüssiger Bürokratie und mehr gesellschaftliche Anerkennung attraktiver zu machen. Bei der Digitalisierung setzen wir auf altersgerechte Assistenzsysteme und E-Health-Lösungen. Sowohl in der häuslichen Umgebung wie auch in den Pflegeheimen können digitale Innovationen die Pflegekräfte wirklich entlasten, damit sie mehr Zeit für Zuwendung für ihre Patienten haben. Wir müssen ferner Synergieeffekte im System besser nutzen.
Denn auch die medizinische Versorgung in der Fläche wird morgen anders aussehen als heute. Konsequente Digitalisierung und Vernetzung, Prozesssteuerung und technische Assistenz werden hohe Priorität haben. Die soziale Pflegeversicherung ist keine Vollkaskoversicherung. Deshalb ist unabhängig von familiärer Unterstützung unverändert Eigenverantwortung gefordert. Wir brauchen neue Anreize zur privaten Vorsorge und wir sollten auch Projekte zur betrieblichen Pflegevorsorge fördern. Und da gehe ich mit dem Antrag der FDP einher. Vor allem müssen wir die systembedingten Steigerungen der Eigenanteile für stationär versorgte Pflegebedürftige eingrenzen. In Kliniken wird die Pflege voll über die Krankenversicherung finanziert. Im Heim gibt es einen Festbetrag. Die allseits erwünschte bessere Bezahlung von deutlich mehr Pflegekräften in der Altenpflege erhöht deshalb die individuelle Belastung der Pflegebedürftigen. Hier besteht Handlungsbedarf. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die dynamische Steigerung der Eigenanteile für die Pflegebedürftigen einbremsen. Der Bundesgesundheitsminister hat in diesem Kontext kürzlich die Notwendigkeit neuer Finanzierungsmodelle betont. Dem stimme ich ausdrücklich zu. Und schließlich, die Sektorengrenzen nach meiner Überzeugung sollten künftig ausschließlich die Qualität der Versorgung ausschlaggebend sein und nicht der Ort der Pflege. Deshalb sollten wir Sektorengrenzen abbauen und Unterschiede in der Versorgung einebnen. Innovative Versorgungsformen könnten auch die Angehörigenpflege in allen Versorgungskonzepten einbinden und es damit den Familien ermöglichen, sich bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten nicht nur im ambulanten Bereich, sondern auch im stationären Bereich einzubringen, um die Kosten zu begrenzen. Was wir brauchen, sind viele kreative Ideen für gute Pflege und keine Ideologie. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als Nächster erhält das Wort der Kollege Jörg Schneider, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer! Mein Kollege Paul Futterlei wird sich gleich auseinandersetzen mit dem Antrag der Linken. Ich werde mich befassen mit dem Antrag der FDP. Und da habe ich zwei Kritikpunkte. Der erste Kritikpunkt, wenn Sie Transparenz in der Pflege fordern, dann denke ich mir, sollten Sie vielleicht auch eine etwas kritischere Bestandsaufnahme dessen machen, was die Regierung bisher getan hat. Und wenn man das tut, dann kommt man nämlich ziemlich schnell zu dem Ergebnis, dass es bei der Pflege eigentlich nicht im Zentrum um die finanziellen Fragen geht, sondern dass es eigentlich andere Fragen gibt, die zu beantworten sind, vor allen Dingen das Thema Personal. Und ich mache jetzt mal diese Bestandsaufnahme für Sie. Im Koalitionsvertrag war festgelegt oder war vorgeschlagen, dass die Bezahlung der Pflegekräfte verbessert wird. Jetzt haben Sie festgestellt, dass das im deutschen Tarifsystem ein bisschen schwierig ist. Tatsächliche Verbesserungen bislang Fehlanzeige. Sie haben 13.000 zusätzliche Stellen dort schaffen wollen. Wenn man das mal umrechnet, das ist für eine Pflegeeinrichtung mit 40 Beschäftigten eine halbe Stelle. Hinzu kommt, dass die meisten dieser Stellen bisher wohl eher auf dem Papier bestehen dürften. Das heißt, tatsächliche Verbesserungen an der Stelle auch Fehlanzeige. Sie wollten die Attraktivität des Pflegeberufs verbessern. Sie haben dazu Ausbildungsgänge zusammengefasst. Aus mehreren wurde jetzt ein Pflegeberuf. Dadurch wird die Ausbildung schwieriger, vielleicht für den einen oder anderen Bewerber etwas zu schwierig. Ob man damit tatsächlich den Pflegeberuf attraktiver gestaltet, zumindest ein großes Fragezeichen. Sie sehen schon, also dieses ganze Thema Pflege hat mit Finanzen sicherlich auch viel zu tun, aber es gibt andere wichtige Aspekte. Und vor allen Dingen ist es eben halt die Personalknappheit. Und da könnte man natürlich als Lösung schaffen, dass man mehr Angehörige motiviert, zu Hause die Pflege ihrer Angehörigen wahrzunehmen. In der Tat wäre das tatsächlich dann auch finanziell zu flankieren. Und dazu finde ich im FDP-Antrag überhaupt nichts, obwohl das sehr viel mit Finanzen zu tun hat. Im Koalitionsvertrag finde ich dazu einiges. Ich mache also mal weiter mit der Bestandsaufnahme. Sie wollten die Situation der pflegenden Angehörigen verbessern. Nun, es gab da leichte Verbesserungen im Bereich von Reha-Maßnahmen, es gab eine Verbesserung im Bereich der Brückenzahlzeit. Also da sind Sie sicherlich auf dem richtigen Weg.
Andererseits beim Thema Rente, auch dort wollten Sie die pflegenden Angehörigen besser stellen. Das soll jetzt ein Stück weit über die Grundrente erfolgen. Aber hier habe ich doch erhebliche Bedenken, ob das tatsächlich ausreichend ist. In Summe stelle ich fest, dass der Antrag der FDP durch seine Fixierung auf die Finanzierung dort tatsächlich an den tatsächlichen Problemen weitgehend vorbeigeht. Vor allen Dingen, wenn ich mir anschaue, was Sie da machen wollen. Sie wollen umwidmen. Sie wollen Geld, was eigentlich für die Altersversorgung gedacht ist, umwidmen für die Pflege. Das bedeutet doch aber letztendlich, ich stopfe irgendwo Löcher dadurch, dass ich an anderer Stelle schon vorhandene Löcher noch größer mache oder neu erzeuge. Und das ist meiner Meinung nach keine wirklich zielführende Idee, die Sie da angeboten haben. Ich denke, wir werden im Ausschuss Ihren Vorschlag diskutieren. Ich meine, wir sollten auf jeden Fall hinzufügen, die finanziellen Aspekte der pflegenden Angehörigen. Und insofern stimmen wir der Überweisung in den Ausschuss zu und freuen uns auf die Diskussion dort. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Heike Behrens, SPD-Fraktion. Und sie ist die Pflegebeauftragte der SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gegensätzlicher könnten die Anträge ja nicht sein. Während die Linke fordert, die Milliardenrücklagen der privaten Pflegeversicherung zu nutzen, um die soziale Pflegeversicherung zu stärken, fordert die FDP unter der Überschrift mehr Ehrlichkeit in der Pflegedebatte quasi ein Konjunkturprogramm für die private Versicherungswirtschaft. Spannende Debatten zeichnen sich ab. Meine Sympathie liegt dort, wo wir ganz konkret die Pflege heute verbessern können. Ehrlichkeit in der Pflegedebatte, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, das brauchen wir tatsächlich, aber in einem anderen Sinne, als Sie es uns mit Ihrem Antrag nahelegen. Ich erinnere an die letzte Pflegedebatte und an Ihre, Frau Vestig, falsche Behauptung, im Pflegepersonalstärkungsgesetz sei nichts für die ambulante Pflege getan worden. Das war unehrlich, denn das Personal in der ambulanten Pflege haben wir gestärkt, indem wir dafür gesorgt haben, dass endlich Tarifgehälter auch in der häuslichen Krankenpflege anerkannt werden. Nun fordern gerade Sie Ehrlichkeit in der Debatte. Sie schreiben in Ihrem Antrag, ich zitiere, die private Pflegeversicherung zeigt aufgrund ihres kapitalgedeckten Finanzierungssystems mit Bildung von Altersrücklagen, dass Generationengerechtigkeit auch in der Pflege funktionieren kann. Was für ein Unsinn, noch dazu in Zeiten von Niedrigzinsen. Mit ein paar wenigen Kennzahlen möchte ich Sie gern zu mehr Ehrlichkeit in der Pflegedebatte ermuntern. Gute 9 Millionen Versicherte in der privaten Pflegeversicherung haben über 34 Milliarden Euro Rücklagen angesammelt. Geld also, das nicht für die Verbesserung der Pflege heute eingesetzt wird. Und woran liegt das? Das beitragspflichtige Einkommen der Privatversicherten liegt nämlich um 60% über dem der gesetzlich Versicherten. Da entzieht sich eine ganz große Gruppe der Solidarität in unserer Gesellschaft. Und während in der normalen Pflegeversicherung rund 350 Euro je Versicherten im Jahr ausgegeben werden, belaufen sich die Leistungsausgaben der privaten Pflegeversicherung lediglich auf 90 Euro pro Jahr. Selbst wenn man noch die Beihilfeleistung der Beamten mitrechnet, dann erhalten die gesetzlich Versicherten immer noch etwa 3-mal mehr Leistungen als die Privatversicherten. Die private Pflegeversicherung hat Versicherte mit wesentlich höherem Einkommen und wesentlich geringerem Krankheits- und Pflegerisiko. Während also 10% der Versicherten Geld auf die hohe Kante legen, sollen 90% der Versicherten um ihre Pflege sich Sorgen machen? Das kann nicht gerecht sein. Wer es ehrlich meint mit der Generationengerechtigkeit in der Pflege und wer eine ehrliche Pflegedebatte will, der muss sich klar dazu bekennen, alle Menschen haben ein Recht auf würdevolle Pflege, egal welchen sozialen, beruflichen, finanziellen Hintergrund sie haben. Und darum muss die soziale Pflegeversicherung auf eine solide Grundlage gestellt werden.
Die FDP schreibt es in ihrem Antrag selbst, gesetzliche und private Pflegeversicherungen haben gleiche Leistungen, gleiche Zugangsvoraussetzungen. Und darum sollten Sie den nächsten Denkschritt auch noch gehen, nämlich das Doppelsystem in der Pflegeversicherung abschaffen. Wir brauchen eine gesetzliche Pflegeversicherung, in die alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen und die so leistungsfähig ist, dass niemand mehr Angst haben muss, mit den Kosten für die Pflege überfordert zu werden. Und wie war das noch mit dem letzten Versuchsballon der FDP zur privaten Pflegevorsorge? Und wohin wechselte der Kurzzeitgesundheitsminister der FDP? Natürlich zu einem der größten Anbieter der Pflegebarpolicen. Nein, nein, auf solche Klientelpolitik für Versicherer werden wir als SPD uns nicht einlassen. Ja, wir brauchen eine ehrliche Pflegedebatte. Ehrlich ist es zu sagen, gute Pflege kostet. Eine gute Pflege für alle Menschen können wir in unserer Gesellschaft nur gemeinsam und solidarisch uns leisten. Vielen Dank. Sagt Heike Behrens für die SPD-Fraktion, die Pflegebeauftragte der SPD-Fraktion. Und die nächste Rednerin hat sie bereits angesprochen, Nicole Wessig für die FDP, pflegepolitische Sprecherin. Die FDP, die ja hier auch ihren Antrag vorgelegt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Zimmermann, wenn Sie unseren Antrag absurd finden, dann haben wir wohl etwas richtig gemacht. Herr Schneider, Sie haben vielleicht nicht zugehört, aber wir haben in den vergangenen Monaten viele Debatten über die Pflege geführt. Und ich habe eigentlich immer eine kritische Bestandsaufnahme gemacht. Hier war die Finanzierung das Thema. Deswegen haben wir das hier mal etwas aufgefächert. Allerdings bin ich sehr gespannt auf die Vorschläge der AfD, die eigenen Vorschläge der AfD, wie sie zu besserer Pflege beitragen wollen, beispielsweise häusliche Pflege. Ich habe da einen Vorschlag, wo Sie mal drüber nachdenken können. Die wird ja in der Regel von Frauen erledigt, zu einem ganz großen Anteil. Sie könnten ja mal ein Programm vorschlagen, wie man auch Männer in die häusliche Pflege bringen kann. Darauf wäre ich sehr gespannt. Und Frau Behrens, ich habe zum Pflegepersonalstärkungsgesetz. Es gibt Ängste in der ambulanten Pflege. Ich habe es neulich noch bei mir vor Ort in der kommunalen Konferenz Pflege und Alter erfahren können. Sie finden keine Leute, und durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz, durch die Geschichten mit den Krankenhäusern dort, wird diese Sorge noch verstärkt. Von daher ist es wirklich ein Problem für die ambulante Pflege, dieses Gesetz. Ich rede auch gerne über Möglichkeiten, die Pflege heute zu verbessern. Aber ich stehe hier nicht, um Politik nur für diese Legislaturperiode zu machen. Ich möchte auch Politik für nachfolgende Generationen machen. Für die Generationen, die jetzt noch gar nicht auf die Straße gehen können, weil sie noch gar nicht geboren sind. Und ich möchte hier, habe den Anspruch, auch Politik für morgen zu machen, nicht nur für heute. Deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir die Diskussion führen und nicht länger die schrumpfende junge Generation gegen die wachsende alte Generation ausspielen. Die Pflegeversicherung ist bewusst als Teilkasko angelegt. Aber die aktuelle Pflegepolitik wiegt die Menschen in einer Vollkasko-Illusion. Dadurch, dass hier Pflegebeiträge ständig erhöht werden, führt es dazu, dass die Menschen glauben, ich zahle mehr Beitrag, also bekomme ich eine gute Pflege. Nein, ohne Eigenvorsorge ist keine gute Pflege zu leisten. Und wenn Sie jetzt soziale und private Versicherung zusammenführen wollen, dann wird das vielleicht mal für einen kleinen Moment besser, aber doch nicht langfristig. Der Minister
hat vor einiger Zeit gesagt, er will die Grundsatzdebatte führen, wie wir künftig Pflege generationengerecht finanzieren wollen. Heute ist er leider mal wieder nicht anwesend. Wir haben vor einiger Zeit bereits den ersten Aufschlag gemacht, einen Entschließungsantrag vorgelegt. Jetzt machen wir den nächsten. Wir haben eine kleine Anfrage gestellt an das Ministerium. Dort wollte man allerdings nichts wissen von Generationengerechtigkeit, beispielsweise Pflegevorsorgefonds. Was kann man machen, damit er keine Niedrigzinsen mehr schreibt, Negativzinsen mehr schreibt? Da ist nichts in der Planung. Vielleicht können Sie das ein wenig zusammenführen, Frau Weiß, was der Minister in Interviews sagt, dass er darüber sprechen will, und was das Ministerium macht. Wir sind jedenfalls bereit, diese Debatte zu führen. Wir haben einen Aufschlag gemacht. Ich freue mich auf die Diskussion. Denken wir auch an morgen. Nicole Wessig für die FDP-Fraktion. Ja, gegensätzlicher könnten die Anträge nicht sein, die heute hier vorliegen, eben der von der FDP-Fraktion, der mehr wettbewerbliche Elemente im System der Pflegeversicherung fordert, und der der Linken, die einen Finanzausgleich zwischen privater und sozialer Pflegeversicherung wiederum herstellen möchten. Cordula Schulz-Asche, jetzt hier die nächste Rednerin für die Bündnisgrünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, nein, Herr Präsident, Sie sind nicht doof. Das kann man wirklich nicht behaupten. Sie sind ein guter Präsident, und von daher. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir verhindern wollen, dass der Pflegenotstand in eine Pflegekatastrophe verwandelt wird, dann müssen wir die Probleme in unserer Gesellschaft endlich wirklich ehrlich benennen, konsequent, ohne Ideologie und vor allem im Interesse der Menschen, die älter werden, ihrer Familien und ihrer Versorgungssicherheit. Der demografische Wandel führt dazu, dass wir auf der einen Seite nicht nur eine steigende Zahl von pflegebedürftigen Menschen haben, sondern eben dafür auch zusätzliche Pflegefachkräfte brauchen. Und wir haben gleichzeitig den Effekt, dass die geburtenstarken Jahre in den Fachkräften, die ausgebildeten Fachkräfte, in Rente gehen oder bereits aus dem Beruf ausgestiegen sind. Und die Folge ist, dass immer mehr Familien mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen alleingelassen sind oder finanziell überfordert werden. Pflegedienste kündigen bereits laufende Verträge, Pflegeheime legen Betten still, und an allen Ecken und Enden fehlt es an Personal. Und das gilt übrigens, meine Damen und Herren, nicht nur in der Altenpflege, sondern zum Beispiel auch in der Versorgung schwerstkranker Kinder. Warum haben wir einen Pflegenotstand? Weil man in Deutschland sehr, sehr lange der Meinung war, dass Pflegefachkräfte am unteren Ende der Gehaltsskala gehalten werden können, nach dem Motto, pflegen kann eigentlich jeder. Dabei ist professionelle Altenpflege genau das Gegenteil. Langzeitpflege ist ein Beruf der Zukunft mit hohen Ansprüchen an diesen Beruf, an Qualifizierung und Qualität. Und das ist sicher einer der größten Fehler gewesen, dass diese Koalition im letzten Jahr bei der Ausbildung dieses wieder bewusst nicht wahrgenommen und umgesetzt hat. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir es nicht schaffen, die Altenpflege zu einem attraktiven, selbstverantwortlichen und selbstbewussten Beruf, und das gilt übrigens auch für Niedersachsen, zu machen, dann werden wir nicht genug junge Menschen finden, die bereit sind, in der Pflege zu arbeiten. Und das ist die Katastrophe. Wir haben auch deswegen heute einen Pflegenotstand, weil die Bereitschaft, die Pflegeversicherung seit ihrer Einführung den wachsenden Herausforderungen anzupassen, bei den nachfolgenden Regierungen nie vorhanden war. Am deutlichsten wird das daran, dass der Kostenanteil, den heute Pflegebedürftige selber zur Pflege beitragen, in den letzten Jahren immer weiter angestiegen ist und dazu führt, dass Familien tatsächlich in finanzielle Probleme kommen. Die Anbieter der privaten Vorsorge hatten mit der FDP im vorletzten Legislaturperiode ja den sogenannten Pflegebar eingeführt. Ein absoluter Flop, wenn Sie sich die Zahlen angucken. Und da stellt sich natürlich hier die Frage, warum heute die FDP wieder mit der alten Leier von noch mehr kapitalgestützter Finanzierung in der Pflegeversicherung hier auf den Tisch kommt. Und dies auch noch in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen. Warum lernen Sie nicht endlich aus Ihren ideologischen Fehlern der Vergangenheit?
Und auch die von Ihnen gewünschte Stärkung der privaten Pflegeversicherung ist genau das Gegenteil von Generationengerechtigkeit. Privatversicherte erhalten heute im Rahmen des Sozialgesetzbuchs 11 die gleichen Leistungen wie diejenigen, die in der sozialen Pflegeversicherung versichert sind. Aber die niedrigen Prämien in der Pflegeversicherung, die locken junge, gesunde und einkommensstarke Menschen an. Und gerade deshalb befindet sich die private Versicherung derzeit vor einer riesigen, dramatischen demografischen Herausforderung. Die Zahl der Pflegebedürftigen in der Privatversicherung wird bis zum Jahr 2060 um über 280% ansteigen. Und jetzt sagen Sie mir bitte, was Sie glauben, trotz aller Rücklagen, wie dann die Versicherungsprämien überhaupt noch gezahlt werden können, wer dann diese Prämien überhaupt noch zahlen kann. Das ist keine Generationengerechtigkeit, sondern das ist genau das Gegenteil. Ganz kurz zum linken Antrag, der ja im Prinzip in die richtige Richtung geht. Ich würde Ihnen einfach mal empfehlen, hören Sie den Sachverständigen zu Ihren Anträgen, die Sie selber eingeladen haben, zu. Und dann wissen Sie, dass die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze in Deutschland nicht möglich ist, weil es dadurch eine Versicherungsleistung würde und damit auch verfassungswidrig wäre. Also halten Sie sich einfach mal an Ihre eigenen Experten. Meine Damen und Herren, es ist offensichtlich, dass die Finanzierung der Pflege gerade in Zeiten des demografischen Wandels keine Frage von Markt und Kapital, sondern von Menschlichkeit und Solidarität ist. Wenn wir gute Pflege haben wollen, wenn wir Pflegekräfte in ausreichender Zahl und bester Qualifikation wollen, wenn wir den Menschen Versorgungssicherheit geben wollen und wenn wir trotzdem die Beitragssätze der Pflegeversicherung in den nächsten 40 Jahren stabil halten wollen, dann brauchen wir eine Pflegebürgerversicherung, die die finanziellen Lasten auf allen Schultern gerecht verteilt. Das ist heute Generationengerechtigkeit. Und lassen Sie mich am Ende mich ganz kurz an die älteren Menschen in diesem Land wenden, in Ost und West, in Stadt und Land. Wir brauchen für gute Pflege in der Zukunft den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und deswegen bitte ich Sie, halten Sie immer dagegen, wenn Hass und Hetze gegen einzelne Gruppen, egal welcher Hautfarbe, welcher Religion, in unserem Land voranschreitet. Gehen Sie dagegen. Wir alle brauchen eine Solidarität und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und ich bitte Sie alle, daran teilzuhaben und mitzuwirken. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Worte, Frau Kollegin Schulz-Asche. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Erich Irstorfer, CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich denke, die Debatte zeigt sehr deutlich, wie notwendig es ist, immer wieder über so einen großen Sachverhalt wie die Pflege in die Diskussion zu gehen, sich immer wieder auch auszutauschen und einfach auch immer wieder Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, es ist notwendig, und unser Minister hat das ja auch angekündigt und ist auch mittendrin, dass wir eine Diskussion führen über die gesetzliche und die private Pflegeversicherung. Das ist ein Thema, das gesellschaftspolitisch relevant ist. Ich glaube aber auch, dass wir hier gewisse Eckpfeiler brauchen, die auch die Systematik dieses Systems immer wieder festzurren. Hier diesen Austausch Vollkasko, Teilkasko und dann natürlich auch hier über Generationengerechtigkeit zu philosophieren und hier teilweise jung gegen alt auch in Stellung zu bringen, das finde ich fatal. Und ich glaube, es ist ein gemeinsames Ziel dieser großen Koalition, aber auch der Oppositionsparteien, dass unser Ziel ist Generationengerechtigkeit im, ich sage mal, Kontext einer Situation in Deutschland, wo wir den demografischen Wandel jetzt am Anfang erleben, neu auszurichten. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stelle mir natürlich schon auch die Frage, was sind die Punkte, die hier im Endeffekt Lösungen bedeuten? Die Finanzierung muss immer wieder überprüft werden, vor allem auch ordnungspolitisch. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir Beitragserhöhungen im Bereich der Pflegeversicherung benötigen, dann glaube ich, ist es ordentlich, das zu formulieren, den Menschen zu sagen und zu erklären. Und ich glaube auch, wenn wir diesen Punkt des Personals haben
Und wir haben in der letzten Legislaturperiode viele Dinge auch geregelt, gerade auch in der Ausbildung. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir mehr Akquise benötigen, dass wir mehr Motivation auch benötigen, wenn es um den Bereich der Ausbildung und der Weiterbildung auch geht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir in diesem Parlament auch die notwendigen finanziellen Mittel haben und dass wir auch den notwendigen politischen Willen haben, diese Dinge zu regeln. Aber wir müssen die Menschen motivieren und wir müssen keine Horrorszenarien hier an die Wand malen, sondern wir müssen sie motivieren, in diesen Beruf zu gehen. Ich glaube aber auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Stabilisierung dieses Arbeitsmarkts der Pflegekräfte, dass das nur gelingen kann in einem engen Miteinander mit den Unternehmerinnen und Unternehmen. Ich halte nichts davon, wenn man laufend hergeht und private Einrichtungen verteufelt. Dieses ganze System der Pflegeversicherung wäre nicht möglich ohne private Investitionen und ohne private Betreiber. Dass wir natürlich dafür sind, dass das Ganze tarifgebunden ist, das ist ja völlig klar, dass wir für ordentliche Arbeitsbedingungen sorgen wollen, dass wir natürlich eine ordentliche Bezahlung haben wollen. Das ist die Basis, das ist die Grundlage. Aber hören Sie doch bitte auf, dass Sie hier die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber untereinander aufhetzen, dass Sie Szenarien hinmalen, die nicht da sind. Und ich möchte das auch noch mal klar hier formulieren, weil es hier Tendenzen gibt, dass man sagt, wer in der Pflege Geld verdienen möchte, handelt unanständig. Das ist Unsinn, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn man hier in solche Einrichtungen investiert, dann ist das eine Zukunftsinvestition. Und dann ist es auch normal, dass wenn ich ordentlich in die Arbeit gehe, wenn ich unternehmerisch tätig bin, dass ich damit auch Geld verdiene. Und ich möchte auch noch mal unterstreichen, dass wir bei den Unternehmen vor allem auch den Mix benötigen. Wir brauchen den Mix an Unternehmen, ob aus dem privaten Bereich, aus den Kirchen, aus den Kommunen, aus den freien Trägern, alles, was dazugehört. Aber wir brauchen vor allem in der Diskussion, brauchen wir den Ansatz des Miteinanders. Nur miteinander können wir diese Dinge verbessern. Und unsere Spielwiese in der Politik ist nicht die Straße, sondern der Verhandlungstisch. Und dazu rufe ich Sie auf, bringen Sie sich ein, die Situation zu verbessern. Und ich möchte aber auch darum bitten, lassen Sie uns das Ganze in einer ordentlichen Geschwindigkeit beginnen. Die Große Koalition ist bereit, der Minister auch und wir als Parlament und Abgeordnete sowieso. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Marc-Erich Ilstorfer für die CDU-CSU-Fraktion. Und in der Aussprache zur Pflegeversicherung geht es hier weiter mit Paul-Viktor Podalay von der AfD-Fraktion, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Herausforderungen, vor denen das deutsche Pflegesystem steht, sind enorm. Sie werden uns noch über Jahrzehnte beschäftigen. Die Altersstruktur unserer Gesellschaft verändert sich dramatisch. Lebten im Jahre 2013 noch 81 Millionen Menschen in Deutschland, so errechnet das Statistische Bundesamt für das Jahr 2060 eine Einwohnerzahl von 68 Millionen. Schon im Jahr 2030 werden die Menschen mit einem Alter ab 65 Jahren etwa 29% der Bevölkerung ausmachen. Das ist fast jeder Dritte. An dieser demografischen Entwicklung wird deutlich, dass die umlagefinanzierte Pflegeversicherung den Bürgern auf Dauer keine verlässliche Absicherung gegen die Pflegerisiken im Alter bieten wird. Der Teilkaskocharakter der gesetzlichen Pflegeversicherung führt automatisch dazu, dass für die Versicherten enorme Eigenanteile verbleiben, die durch sie zu tragen sind. Die hiermit verbundenen Ungerechtigkeiten werden durch die vollständige Aufgabe der kapitalgedeckten privaten Pflegeversicherung aber nicht gelöst. Außerdem wird der demokratische Wandel vor den Türen der privaten Pflegeversicherung ebenfalls nicht Halt machen. Mit der Integration der privaten Pflegeversicherung
in die gesetzliche Pflegeversicherung, müssen dann auch diejenigen Familienmitglieder kostenfrei mitgesichert werden, die bislang in der privaten Pflegeversicherung Beiträge zahlen. Die Einführung einer Bürgerpflegeversicherung lenkt von den eigentlichen systemeigenen Problemen ab, nämlich die ausufernden Kosten im Pflegebereich in den Griff zu bekommen. Wie bereiten wir uns auf die künftige demokratische Entwicklung im Pflegenotstand vor? Sicher nicht dadurch, dass ein funktionierendes Pflegeversicherungssystem in einem anderen System aufgelöst wird, welches nicht funktionieren kann. Wir setzen daher mehr auf Prävention im Gesundheitswesen, damit die Pflegefälle nicht so exorbitant steigen, wie es in der letzten Zeit geschieht. Die Menschen müssen vor allem gesund alt werden. Gesunde Ernährung, Bewegung und geistige Aktivierung, das sind die wichtigen Gesichtspunkte, die vor Pflegebedürftigkeit im Alter bewahren können. Und natürlich muss eine nachhaltige Familienförderung das Gesundaltwerden in der Familie auch finanziell ermöglichen, weil es nicht nur für unsere Senioren humaner, sondern auch noch für die Gesellschaft kostengünstiger ist. Der Gesetzentwurf der Linken ist unausgereift und es ist geschuldet nur ideologischen Zielen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe schließlich 36 Jahre in einem kommunistisch regierten Land gelebt. Sämtliche Probleme, die mit einer Auflösung der privaten Pflegeversicherung verbunden sind, werden aber komplett ignoriert. Deshalb lehnt die AfD diesen Antrag der Linken ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Claudia Moll, SPD-Fraktion. Hallo. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der letzten Legislaturperiode haben wir viel auf den Weg gebracht. Mehr Leistungen für Pflegebedürftige, Entlastung für Angehörige und eine bessere Pflegeberatung. Die Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist die größte Reform der sozialen Pflegeversicherung seit ihrer Einführung. Deutlich mehr Menschen können nun erstmals Leistungen der Pflegeversicherung beziehen und der Bedarf an Pflege kann sehr viel besser verfolgt werden, als es mit dem alten System möglich war. Und in dieser Legislaturperiode haben wir weitergemacht. Ja, ich weiß, ist nur ein Anfang. Und eins können Sie mir glauben, mir geht das auch zu langsam. Ich hätte es auch am liebsten gestern. Aber jeder weiß, dass das nicht so einfach ist. In weiten Teilen der Bevölkerung ist die Erhöhung des Pflegesatzes zur Finanzierung der Versicherungen akzeptiert. Wir sind damit in diesem Bereich auf einem guten Weg. Wenn die Linke fordert, das Zweiklassensystem in der Pflegeversicherung zu beenden, dann sage ich, das wollen wir auch. Doch weder wollen wir das in einer Hauruck-Auktion von heute auf morgen, noch wollen wir die Menschen, die heute in der privaten Pflegeversicherung sind, zum Beispiel die Freiberufler, die selbstständigen Beamten, dazu zwingen. Vielmehr wollen wir die gesetzliche Pflegeversicherung für diese Berufsgruppen öffnen, um sie langfristig zu einer gemeinsamen Pflegeversicherung für alle weiterzuentwickeln. Wir haben das einmal eine Pflegebürgerversicherung genannt. Und ich muss Ihnen zustimmen, denn eins ist ganz klar, das aktuelle System ist nicht zukunftsfähig und es ist auch nicht gerecht. Aktuell erfolgt eine Risikoselektion zugunsten der Privatpflegeversicherten. Die Folge ist, dass einige wenige Menschen in der privaten Pflegeversicherung von diesem System profitieren, indem sie zum Teil deutlich geringere Beiträge zahlen müssen. Und das geht zulasten von höheren Beiträgen für die Mehrheit der Versicherten in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Langfristig möchten wir deswegen weg von der Teilkosten und hin zu einer Vollkostenversicherung, am besten im Rahmen einer Bürgerversicherung. Indem wir das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Pflegeversicherung auflösen, können wir eine bessere Pflege für alle erreichen.
die zugleich für die Betroffenen und ihre Familien finanzierbar ist. Das heißt, mit mehr Solidarität in der Pflegeversicherung erreichen wir eine Verbesserung für sehr viele Menschen in unserem Land. Die soziale Pflegeversicherung und die private Pflegeversicherung haben gleiche Leistungsansprüche. Die Beitragsfreiheit für Kinder und die Orientierung der Beiträge der privaten Pflegeversicherung an der sozialen Pflegeversicherung. Oh, jetzt ein komischer Satz. Wir gehen davon aus, dass Sie den aufgeschrieben haben. Ja. Daher ist die Bürgerversicherung in der Pflegeversicherung relativ hürdenfrei einzuführen. Genau so ist es. In die Pflegeversicherung müssen Beiträge aus allen Einkommensarten gezahlt werden. Beamte und Beamtinnen müssen die Wahlfreiheit haben und neue Beamtinnen und Beamte müssen in die Bürgerversicherung aufgenommen werden können. Für uns ist klar, dass wir angesichts einer immer weiter steigenden Anzahl von Pflegebedürftigen bis 2045 sind es bereits 5 Millionen Menschen, eine Umgestaltung der Pflegeversicherung in Angriff nehmen müssen. Wie Sie sehen, sind wir da schon deutlich weiter als die Linksfraktion, die gar kein Konzept vorlegt, sondern nur fordert, macht mal. Herr Kollegin, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Beitrag. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Dr. Andrew Ullmann, FDP-Fraktion. Und er ist Obmann für die FDP im Gesundheitsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eins vorab. Das impertinente Wiederholen desgleichen über Ihr Modell einer einheitlichen Zwangsversicherung auch in der Pflege wird es dadurch nicht richtiger. Wettbewerb, Qualität und Generationsgerechtigkeit spielen bei Ihnen keine Rolle. Ein solcher Populismus macht mich traurig. Mir fehlt doch einfach die Fantasie, wie ein solches Zwangssystem gerechter sein soll, vor allem wie es finanziert werden soll. Sehr geehrte Damen und Herren, meiner Generation geht es relativ gut. Aber haben Sie schon mal wirklich an die jungen Menschen gedacht? Junge Menschen wie meine Kinder, die heute 18 und 21 Jahre alt sind? Junge Menschen, denen wir allein schon mit der Finanzierung der Rente unserer Generation eine schwere Last zu tragen geben? Sie wollen mit Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von Die Linke, diesen jungen Menschen eine weitere Bürde auferlegen. Eine Bürde, die von meiner Generation kaum einer bereit wäre zu tragen. Denn auch Ihre Idee der einheitlichen Zwangsversicherung muss finanziert werden. Herr Kollege Ullmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Weinberg. Gerne. Harald Weinberg von der Linken. Ja, es ist sehr nett, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Es ist jetzt schon mehrmals diese Diskussion aufgetaucht mit der Generationengerechtigkeit. Sie wiederholen dieses Thema auch ständig. Aber ich sage mal, die Wiederholung ist eine wichtige rhetorische Figur, habe ich mal gelernt. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen oder Sie fragen erst einmal, ob Sie den Herrn Mackenroth eigentlich kennen und sein Theorem, das Mackenroth-Theorem. Ein Sozialpolitiker gewesen, hat eine etwas schlechte Vergangenheit, war ehemals mal Nazi, danach war er bei der Union. Der Herr Mackenroth hat aber die richtige These aufgestellt, jeglicher Sozialaufwand, eine Periode, ist immer aus der Wirtschaftsleistung der gleichen Periode zu erbringen. Logischerweise. Das gilt für private Vorsorge im Übrigen genauso wie halt eben für soziale Vorsorge. Es gibt keine andere Quelle als halt jeweils die Wirtschaftsleistung. Und insofern ist es, wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst, eine Frage der Verteilung in der Frage der Finanzierung der Sozialleistungen und auch der Pflegeversicherung. Ja, herzlichen Dank. Wir brauchen jetzt hier keine Debatte über Wirtschaftstheoretiker hier aufzusetzen, sondern es geht ja eigentlich darum, Herr Weinberg, einen Moment. Es geht ja eigentlich darum, dass wir zeigen, dass wir eigentlich eine Generationsgerechtigkeit erreichen wollen. Wir haben verschiedene Blickperspektiven in dieser Richtung, aber was nützt uns das, wenn wir jetzt die relative Belastung immer wieder höher machen und die Kinder anschließend oder die nächsten Generationen, die Kindeskinder überhaupt kein Geld mehr übrig haben, sondern alles in die Umlage setzen. Wir müssen einfach auch erkennen, dass es andere Wege gibt als die Umlagefinanzierung. Und das hat auch gezeigt, dass die private Pflegevorsorge da auch funktioniert hat. Und da sollten wir eigentlich wieder hingehen, dass wir das auch durchaus mischen können. Und das ist auch unser Modell. Am besten ans Leben Vorsorge vorbei.
Wir haben einen Pflegevorsorgefonds. Ja, Herr Kollege, setzen Sie vorne, weil Ihre Rede fort, diese Zwiegespräche bringen nichts. Herzlichen Dank. Und dann gehen wir weiter mit der Generationsgerechtigkeit. Denn unsere Gesellschaft wird immer älter und voraussichtlich auch eine immer größere Zahl von Pflegebedürftigen stehen immer weniger jungen Menschen gegenüber. Ich kenne keinen, der seinen Kindern zur Last fallen möchte. Und ich verstehe keine, die fremden Kindern zur Last fallen will. Deswegen fordern wir als Freie Demokraten eine nachhaltige und generationsgerechte Politik. Hierzu gehört neben einem stabilen Rentenkonzept auch Konzepte für die Weiterentwicklung der Kranken- und Pflegeversicherung. Die GroKo ist aber auch fantasielos bisher, denn denkt sie nur an Beitragssteigerung zu Beitragssteigerung zu Beitragssteigerung. Und meine Kollegin Nicole Westig hat aufgezeigt, wohin der Weg gehen soll. Das muss die Basis sein, auf der wir arbeiten, auf der wir eine Politik der Vernunft und Weitsicht entwickeln. Aber was Sie, liebe Fraktion Die Linke, hier dargelegt haben, ist ein Hohn für alle arbeitenden Menschen. Sie entlasten weder die Arbeitnehmer mit kleineren noch die Arbeitnehmer mit mittleren Einkommen. Stattdessen wollen Sie die nachkommende Generation belasten und ihnen schon von Anfang an Mühlsteine um den Hals hängen. Wir Babyboomer wollen Sozialverantwortliche selbstbestimmt und generationengerecht älter werden. Das von Ihnen vorgelegte Konzept ist reine Ideologie. Sie, liebe Linke, lehnen private Vorsorge aus ideologischen Gründen ab. Sie lehnen eine kapitalgedeckte Säule zur Finanzierung der Pflege aus ideologischen Gründen ab. Ihnen geht es um Gleichmacherei und Umverteilung. Uns hingegen geht es um Generationengerechtigkeit und nachhaltige Finanzierbarkeit. Und nur so kann es funktionieren und nicht anders. Dankeschön. Andrew Ullmann war das von der FDP-Fraktion. Ja, und die Generationengerechtigkeit, die spielt natürlich auch bei der Pflegeversicherung eine große Rolle. Und Sie sehen es hier auf den Zuschauertribünen im Plenarsaal, ist eine Gruppe von jungen Menschen, die werden bei dem Thema vielleicht auch etwas genauer zuhören. Georg Kippels jetzt für die Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die heutige Debatte zeigt ein gewisses Phänomen, das man bei diesem Thema ganz offensichtlich nicht vermeiden kann. Es ist zunächst mal so, dass in der Regel der Vorwurf der Opposition, wenn dann Problemlösungen anstehen und von der Regierung aufgeworfen werden, der Generalvorwurf dahingehend lautet, es ist viel zu spät, es ist nur reaktiv, man hätte doch viel früher dieses Problem erkennen können. Nun haben wir hier die besondere Situation, dass der Minister zu einem frühen Zeitpunkt auf eine Problemstellung, die sich in Zukunft entwickeln können würde, hinweist und anregt, doch eine Debatte über dieses Thema zu führen. Ich glaube allerdings, seine Fantasie hätte wahrscheinlich nicht so weit gereicht, dass die erste Reaktion der Opposition und bedauerlicherweise, Frau Behrens, verzeihen Sie mir den Vorwurf, auch seitens unseres Koalitionspartners nun mal darin besteht, als natürlichen Reflex wieder auf die Bürgerversicherung auszuweichen. Das sind alte Kamellen, um mal in der Sprache der fünften Jahreszeit zu sprechen. Und es ist vor allen Dingen, wie gerne angenommen wird, keine Wunderdroge, um in medizinischen Versorgungssystemen Finanzierungsprobleme zu lösen. Wir haben in der Tat auf der Grundlage der letzten beiden Beitragserhöhungen in der Pflegeversicherung die erkennbare Entwicklung, dass aufgrund der Pflegebedürftigen, der Veränderung der gesellschaftspolitischen Situation, der Kostensituation im Pflegesystem eine Beitragserhöhung nach normalen rechnerischen Kalkulationen unvermeidbar sein würde. Aber eine Analyse setzt meines Erachtens zunächst mal eine Kontrolle im Bereich der Kostenentstehung voraus. Und da ist es ganz wichtig, vielleicht noch mal in Erinnerung zu rufen, dass die Pflegeversicherung im Gegensatz zur Krankenversicherung damals vor über 20 Jahren bei ihrer Einführung eine ganz andere Grundausrichtung hat. Es sollte eine Versorgungsergänzung sein, es sollte kein komplett in sich geschlossenes Versorgungssystem sein, in dem im Übrigen von fachkundiger Seite Arzt und Krankenhaus der Patient geführt und therapiert wird. Nein, in der Pflegeversicherung haben wir auch einen ganz entscheidenden und vor allen Dingen nicht zu unterschätzenden eigenen Einflussbereich des zu Pflegenden, ich nenne ihn hier des Patienten. Er trifft wahnsinnig
wichtige Entscheidungen für seine Würde, für die Erhaltung seiner Selbstbestimmung. Aber die können natürlich auch im Rahmen der Kostendimension neben den Pflegesätzen, die ja ihrerseits entsprechend in den Pflegegraden festgelegt sind, Kosten auslösen können, die dann ihrerseits in die Kalkulation einfließen. Und ich glaube, wenn wir uns entscheidend mit der Problemlösung befassen wollen, dann müssen wir nach den zahlreichen Verbesserungen, die wir in den letzten Jahren in der Pflege mit ihren Instrumenten herbeigeführt haben, die natürlich auch einhergingen mit Kostensteigerungen, eine gewisse Steuerung vornehmen. Steuerung dergestalt, dass der Pflegende in der Vielzahl der Leistungsangebote auch eine Beratung erhalten muss, was für ihn in der konkreten Pflegesituation nützlich und hilfreich ist, was vielleicht auch insbesondere die Familie, die sich aus persönlichen, familiären oder vielleicht auch gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sieht, den Familienangehörigen selbst zu pflegen, zu unterstützen, ihm vor allen Dingen Hinweise zu geben. Und das hat Kollege Rüttel schon in seiner Rede heute im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes ausführlich dargestellt, die Pflege muss sich auch neuen und modernen Hilfsmitteln widmen. Hilfsmitteln, die die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortlichkeit im eigenen Wohnumfeld ermöglichen. Denn häufig ist im Grunde genommen der Weg in die stationäre Pflege eine Flucht in die behütete Situation, weil durch andere Hilfsmaßnahmen es leider nicht möglich ist, zu Hause in der Eigenverantwortlichkeit verbleiben zu können, obwohl vielleicht nur relativ wenige Defizite ausgeglichen werden müssen. Die Initiative von unserem Minister ging dahin, dass jetzt eine Grundsatzdebatte geführt wird. Eine Grundsatzdebatte sollte mit einer Grundsatzanalyse der Problemstellung beginnen. Wir sollten wertfrei und unideologisch zunächst mal die Kostenauslöser, die Kostendimensionen in den jeweiligen Bereichen betrachten und dann im zweiten Ansatz nach Lösungsansätzen suchen. Aber sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von den Linken und auch der kleine Hinweis zu unserem Koalitionspartner, bitte nicht mit alten Kamellen, sondern bitte mit neuen Ideen. Herzlichen Dank. Sagt hier Georg Kippels für die CDU-CSU-Fraktion. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Dirk Heinblut, SPD-Fraktion. Der Hinweis an den Koalitionspartner, mal hören, ob er wahrgenommen wurde. Dirk Heidenblut spricht jetzt für die SPD. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was wir heute erleben, ist, möchte ich mal sagen, so etwas wie ein Antragsspagat. Denn gegensätzlicher könnten die Anträge kaum sein, die wir heute vorliegen haben. Und das zeigt auch die Diskussion. Das macht die Sache ja auch ganz interessant. Und ja, Herr Kollege Schneider, die Anträge richten sich beide auf die Finanzierung der Pflege. Ich habe ja nun viel, was ich auch an dem Antrag der FDP auszusetzen habe. Aber der FDP vorzuwerfen, dass sie sich um die Finanzierung der Pflege kümmert und dass das der größte Fehler des Antrags wäre, das finde ich nun wirklich absurd, muss ich sagen. Also wenn Sie was gut gemacht haben, dann dass Sie sich mit der Finanzierung beschäftigen. Zu dem Rest komme ich nicht mehr, haben die Kollegen schon gesagt. Aber Sie haben ja richtig gesagt, das, worum wir uns kümmern müssen in der Pflege, ist in allererster Linie die Frage, wie kommen wir an mehr Personal, wie kriegen wir dieses Personal vernünftig bezahlt und wie sorgen wir dafür, dass die Arbeitsbedingungen und viele andere Sachen da auch richtig sind. Und ja, um das zu schaffen, brauchen wir Finanzierung, brauchen wir die Mittel, das geht doch nicht mal einfach so. Die Wege, die dazu gefunden werden, sind unterschiedlich, sehr unterschiedlich zwischen der FDP und zwischen den Linken, aber es sind zumindest Vorschläge da, wie wir das Ganze finanzieren können. Und Herr Schneider, nein, wir wissen durchaus, wie wir es schaffen können, auch in der Situation natürlich der Akzeptanz der Tarife, dass wir unterstützen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Geld kriegen. Da müssen Sie nur mal unsere Gesetze sich angucken. Wir haben dafür gesorgt, dass im Bereich der Krankenpflege die Tarife übernommen werden und bezahlt werden. Besser kann man das doch nicht sicherstellen. Aber wissen Sie, mich wundert dann auch nicht, dass Sie bei Anhörungen im Gesundheitsausschuss im Zweifel sprachlos werden und keine Fragen mehr haben. Man muss halt zuhören und überlegen, was gesagt wird. Dann kann man auch Fragen dazu stellen. Genauso interessant finde ich allerdings den Vorwurf der FDP an die Kolleginnen und Kollegen von den Linken. Sie kämen, ich will mal das erste Wort nicht wiederholen, aber immer wieder mit den gleichen Sachen, nämlich mit der Bürgerversicherung. Und Herr Kollege Kippels, jetzt müssen Sie ganz stark bleiben. Ja,
Wir sind für die Bürgerversicherung nach wie vor. Und ich persönlich finde, man kann das gar nicht oft genug wiederholen, damit Sie irgendwann auch dafür sind. Denn das überzeugt ja dann letzten Endes. Das überzeugt ja dann letzten Endes. Ja, die Argumente bringen wir auch. Das ist ja kein Problem. Die haben wir auch schon gebracht. Die Kollegin Moll hat eine ganze Menge Punkte dazu gesagt. Und ein wesentliches Argument ist, wir müssen die Finanzierung der vielen guten Leistungen, die wir durchaus auch in der Koalition gemeinsam hinkriegen, die müssen wir auf die Beine stellen, die müssen wir hinkriegen. Und dazu brauchen wir andere Systeme. Sicher sind auch in dem Antrag von Ihnen, der ein oder andere Aspekt, den man gebrauchen kann. Aber um das ehrlich zu sagen, wenn Sie anderen Wiederholungen vorwerfen, so ganz neu sind die Dinge, die Sie da gemacht haben, jetzt auch nicht unbedingt. Vielleicht ärgern Sie sich nur darüber nach wie vor, dass Sie in der letzten Legislaturperiode die nicht wiederholen konnten. Da sind die Linken Ihnen halt ein bisschen voraus. Die haben das öfter machen können. Also insofern, wir müssen uns mit der Finanzierung beschäftigen. Wir müssen noch viel Geld in die Hand nehmen und in die Pflege investieren. Einen Punkt hat der Kollege Rüttel ganz am Anfang auch aufgegriffen. Das ist nämlich die Frage der Zuzahlung der Eigenanteile, gerade in der stationären Pflege. Da müssen wir ran, die müssen wir dringend begrenzen. Die AWO hat dazu gerade auch eine große Petition gestartet. Sollten wir als Koalition auch sehen, wie wir eine Lösung finden. Und so verstehe ich auch die Vorschläge von Herrn Spahn, über Finanzierung nachzudenken. Und lassen Sie mich eins noch zum Schluss sagen, und das noch mal in Richtung FDP. Ich habe festgestellt, dass Sie sich immer wieder auch mit den schönen Titeln, die wir für unsere Gesetze haben, beschäftigen und sagen, wir müssten da doch vielleicht noch den einen oder anderen schönen finden. Ich hätte auch einen schönen Titel für Ihren Antrag. Das wird die Sache auch transparent und griffig machen. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner, Antrag der FDP. Vielleicht nutzen Sie das, machen Sie Nordrhein-Westfalen ja auch. Danke. Dirk Heidenblut war das für die SPD-Fraktion. Und die letzte Rednerin hier zu diesem Tagesordnungspunkt kommt aus der CDU-CSU-Fraktion, ist ebenfalls Mitglied im Gesundheitsausschuss, Emmy Zollner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Westing, wie gesagt, Ihnen persönlich kann ich keinen Vorwurf machen, aber es liegt in der Natur der Sache. Sie sind erst seit diesem Jahr oder seit dieser Legislatur dabei im Gesundheitsausschuss. Aber man muss schon sagen, im Bereich der Pflege ist einfach die FDP vorher sehr unterentwickelt gewesen. Und deswegen freue ich mich auch, dass Sie entsprechend hier die Fahne für die Pflege hochhalten. Was soll ich zum Antrag der SPD sagen, dass ich als gelernte Krankenschwester einmal einer Wirtschaftspartei wirtschaftliche Zusammenhänge erklären muss, das hätte ich so auch nicht gedacht. Geschätzte Kollegen von der FDP, Ihr Antrag ist leider wirklich ein bisschen Unfug. Sie fordern in Ihrem Antrag vor allem den Ausbau der privaten Vorsorge in der sozialen Pflegeversicherung. Und das, obwohl Sie eben wissen, dass die privaten Zuzahlungen der Patienten und Patientinnen in den Pflegeheimen immer weiter steigen. Und dass mittlerweile jeder dritte Heimbewohner aufgrund seiner Pflegebedürftigkeit zusätzlich Sozialhilfe in Anspruch nehmen muss. Sie sagen den Menschen also, na, ihr müsst nur besser privat vorsorgen, dann ist alles kein Problem. Damit verkennen Sie aber das eigentliche Versprechen, mit dem der Gesetzgeber die Einführung der sozialen Pflegeversicherung begründet hat. Und dieses Versprechen ist für mich auch 25 Jahre nach der Einführung bindend. Die Politik hat den Menschen damals versprochen, dass diejenigen, die ihr Leben lang gearbeitet und eine durchschnittliche Rente erworben haben, im Pflegefall eben nicht zum Sozialfall werden. Wir brauchen also für die fünfte Säule der gesetzlichen Sozialversicherung eine neue Antwort. Eine alte Antwort, die gibt einmal mehr die Linke. Lassen Sie doch die privaten Versicherten endlich in Ruhe. Das sind Systeme, die gesetzliche und die private, die sind unterschiedlich konzipiert. Das sind unterschiedliche Finanzierungssysteme unterlegt. Und wenn jemand privat vorsorgen möchte oder eine private Versicherung abschließt, dann soll er das auch zukünftig tun. Und um ehrlich zu sein, bin ich auch einfach enttäuscht von Ihrem Antrag. Denn die Pflege ist das Megathema der Zukunft für die Älteren, aber eben auch für die Jüngeren in unserem Land. Und das ist Ihnen gerade mal eine halbe Seite wert. Die Namen Ihrer Fraktion auf dem Antrag sind länger als das, was Sie inhaltlich dazu beitragen. Deswegen lehnen wir auch beide Anträge ab, wenn sie dann im Ausschuss überwiesen sind.
Ich bin der Meinung, wir brauchen eine echte Lösung. Denn Pflege muss verlässlich sein für alle, nicht nur für diejenigen, die es sich eben leisten können. Deswegen finde ich es spannend, darüber zu diskutieren, das System umzukehren. Das heißt für mich, die Eigenanteile der Pflegebedürftigen müssten gedeckelt werden und der flexible Anteil muss von der versicherten Gemeinschaft und ja unter Umständen auch mit Hilfe von Steuermitteln, die wir aber in der Sozialhilfe wieder einsparen könnten, getragen werden. Denn Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen, aber keiner weiß, wie lange dies dauert und in welchem Schweregrad diese stattfindet. Und mit einem festen Eigenanteil kämen wir auch der Idee einer verlässlichen, zusätzlichen privaten Vorsorge wieder näher, die Sie ja auch andenken. Wenn wir das angehen, müssen wir die Bedürfnisse der Menschen auch wirklich ernst nehmen. Das heißt für mich, dass der ambulante Bereich natürlich zwingend mitgedacht werden muss. Denn die Menschen wollen, solange es geht, in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Für den ambulanten Bereich muss aber ein System gedacht werden, das den Anreiz setzt, keine ausufernden Leistungen, welche auch für die Versorgung nicht gebraucht werden, in Anspruch zu nehmen. Hier bieten die wissenschaftlichen Vorstellungen von Professor Klee und Professor Dr. Rothgang ganz spannende Ansätze. Ich danke unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ausdrücklich für seinen Vorstoß, diese Debatte zu führen. Er hat wie kein anderer Minister vorher für die Pflege seinen Teil geleistet. Und er setzt zügig das um, was im Koalitionsvertrag auch vereinbart wurde. Er geht dabei auch mutig vor und mutig voran. Und es ist unser erklärtes Ziel, die Abwärtsspirale der Pflege endlich zu durchbrechen. Und es geht vor allem durch bessere Arbeitsbedingungen. Und dafür haben wir auch Maßnahmen eingebracht. Denn meiner Ansicht nach muss man eben im Bereich der Pflege vieles weiter mitdenken. Zum Beispiel das Care and Case Management. Wir haben auch eine Reform der Kontrollsysteme im Koalitionsvertrag vereinbart. Also eine bessere Überwachung der Situation in den Pflegeheimen, weil da teilweise wirklich Verhältnisse sind, die wir so nicht wollen. Es gibt gute, aber wir müssen die schlechten ganz massiv aussortieren, wenn sie denn da sind, und die guten stützen. Denn das haben die Menschen verdient. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade im Bereich der Pflege die gleiche Sorgfalt anwenden müssen, die wir für unsere Kinder und für unsere jungen Leute ganz selbstverständlich anwenden. Das muss für das Alter eben auch gelten, sodass wir wirklich ein Leben in Würde auch am Ende der Tage gewährleisten können. Und in diesem Sinne freue ich mich wirklich auf eine gute und spannende zukünftige Debatte über dieses sehr wichtige Thema. Vielen Dank. Und die wird weitergehen, diese Debatte. Die Kosten für die Pflege, die werden steigen. Da sind sich alle einig, das ist allen klar. Mehr Empfänger, mehr Leistungen, höhere Personalkosten. Nur wer soll das bezahlen? Wie wird die Pflegeversicherung finanziert werden können? Durch die Beitragszahler oder den Steuerzahler? Über die Finanzierung der Pflegeversicherung, da gibt es eine ganze Bandbreite. Da haben Sie heute gehört, die Einigkeit hört bei den Vorschlägen auf. Sehr gegensätzlich wurde mehrfach betont, hier die vorliegenden zur heutigen Debatte, die Anträge der Linksfraktion und FDP-Fraktion, die gehen jetzt in den Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung. Zum